Meine Damen und Herren, wir haben ja vorhin angefangen mit der Frage, ob das Gendiagnostikgesetz auch in diesem Bereich, der für Sie interessant ist, gilt. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Perspektive aus rechtlicher und ethischer Sicht. Wir wollen uns nämlich jetzt etwas anhören über die Herausforderungen aus genau dieser Perspektive. Professor Dr. Jochen Taupitz kommt von der Universität Mannheim. Er hat dort den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Aber sein Spezialgebiet, und deshalb ist er heute hier, ist das Medizinrecht, also die ethischen und rechtlichen Herausforderungen. Herr Taupitz. Ja, vielen Dank, Herr Plemper. Meine Damen und Herren, wenn ich über die Herausforderungen als Jurist rede, dann rede ich nicht nur über die Herausforderungen, sondern auch über die Lösungen. Und deswegen wollen wir gleich ganz konkret werden. Die Frage von Herrn Dr. Grass, die habe ich natürlich vorher geahnt. Zufallsbefund. Der Befund betrifft medizinisch relevante Entscheidungen, Veränderungen oder Zustände. Aber bei vielen Zusatzergebnissen, über die wir heute diskutieren, ist ja gar nicht klar, ob sie medizinisch relevant sind, inwieweit sie medizinisch relevant sind. Auch der Begriff Zufallsergebnis ist nicht sehr sinnvoll, in vielen Zusammenhängen jedenfalls, denn je breiter die Forschungsfrage ist, umso weniger zufällige Ergebnisse gibt es. Und wenn nach allem gesucht wird, wenn man gewissermaßen mit der Schrotflinte in der Forschung da tätig ist, dann gibt es natürlich keinen Zufall mehr. Neutral, aber sprachlich wenig schön wäre das Zusatzergebnis. Ich meine, dass wir jedenfalls in unserem Kontext heute von Zufallsergebnissen sprechen können, wenn es um Ergebnisse geht, die über die Forschungsfrage, die ja in die Breite gerichtet ist und in der Regel nicht auf den einzelnen Patienten gemünzt ist, und in unseren Mustertexten des Arbeitskreises zum Biobanking legen wir auch immer großen Wert darauf, dass den Betroffenen klar gemacht wird, dass sie nicht als Patienten angesprochen sind, nicht als Personen, die mit konkreten medizinischen Ergebnissen für sich rechnen können, sondern dass eben die Forschungsfrage breit gerichtet ist, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also wenn es über die Forschungsfrage hinaus überraschenderweise für den individuellen Probanden medizinisch relevant sein könnte, dann können wir in der Tat von Zufallsergebnis sprechen. Aber medizinisch relevant sein könnte, was noch abgeklärt werden muss. Jetzt zum rechtlichen Rahmen, das klicke ich jetzt ganz schnell durch, denn das Wichtigste auf dieser Folie ist mir, wo ist das jetzt? Achso, ja, hier, so. Nein, Entschuldigung, das Letzte hier ist mir wichtig. Wie zu vielen Fragen der Lebenswissenschaften liefert das Verfassungsrecht mit der Menschenwürde, mit dem Recht auf Leben, mit dem Recht Freiheit zur Krankheit, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, Recht auf Wissen, Recht auf Nichtwissen, keine klaren Lösungen, sondern stellt lediglich Abwägungsgesichtspunkte zur Verfügung. Also zwischen diesen verschiedenen Aspekten, die in der Verfassung angelegt sind, muss im Einzelfall dann eine konkretisierende, abwägende Entscheidung getroffen werden. Jetzt weiter zu den einfachgesetzlichen Grundlagen. Im Forschungskontext, anders als im Behandlungskontext, gibt es keine rechtliche Verpflichtung des Forschers, Probanden ungefragt über Zufallsergebnisse zu informieren. Von Rechts wegen ist das ganz eindeutig. Und Patienten bzw. Probanden haben auch keinen Anspruch darauf, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Einen solchen Anspruch gibt es nicht, auch wenn manchmal natürlich die Patienten in der Hoffnung, nun von diesem Forschungsprojekt selbst profitieren zu können, dringend darum bitten, aber einen rechtlichen Anspruch haben sie nicht. Der Forscher unterbreitet letztlich ein Angebot, zu welchen Bedingungen, zum Beispiel sie bekommen keine Zufallsergebnisse zurückgemeldet, zu welchen Bedingungen er den Probanden am Forschungsprojekt teilnehmen lassen möchte. Und wenn der Betroffene die Bedingungen nicht akzeptiert, dann kann er nicht mitwirken. Das ist wie beim Brötchenkauf. Wenn Sie in der Bäckerei gehen und sagen, diese 10 Brötchen, die möchte ich für 1 Euro haben, dann kann der Bäcker natürlich sagen, tut mir leid, die kosten aber 5 Euro. Und wenn Sie die 5 Euro nicht zahlen wollen, dann können Sie eben diese Brötchen nicht bekommen. Das ist im Forschungskontext letztlich nicht anders. Beide müssen übereinstimmend zu einem Einvernehmen kommen, müssen den Vertrag schließen, und das setzt eben eine übereinstimmende Willenserklärung von beiden voraus. Das heißt, es ist auch von Rechts wegen die freie Entscheidung des Forschers, ob und welche Ergebnisse er ungefragt mitteilen möchte. Das ist die freie Entscheidung des Forschers, und ich betone noch einmal, von Rechts wegen. Ich soll ja auch ein bisschen über Ethik reden, ne? Da sieht es dann vielleicht gleich anders aus. Aber jetzt kommen wir auch nur ganz kurz in meinem Vortrag zum Datenschutzrecht. Auf die Frage des Betroffenen sind ihm nach dem Datenschutzrecht die personenbezogenen Daten mitzuteilen.
Also wenn in dem Forschungskontext bezogen auf diesen Patienten etwas Individuelles herausgefunden wird und das mit seiner Person verknüpft ist, gegebenenfalls über einen Code, dann sind ihm diese personenbezogenen Informationen mitzuteilen. Jedenfalls auf Frage. Ethisch-rechtliche Herausforderungen. Der Umgang mit genetischen Zufallsergebnissen betrifft die Autonomie, anders formuliert das Recht auf Wissen, versus das Recht auf Nichtwissen. Und es betrifft aus ethischer Sicht das Fürsorgeprinzip und auf der anderen Seite das Nichtschadensprinzip. Aus dem Fürsorgeprinzip folgt, dass man informiert darüber, dass gegebenenfalls die Möglichkeit der Heilung oder der Linderung bzw. der Prävention besteht und auch die Möglichkeit, sich und die Familie vorzubereiten. Lebensführung wurde in den vorhergehenden Vorträgen schon genannt. Auch das ist Ausfluss des Fürsorgeprinzips, dass man den Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich in dieser Weise vorzubereiten. Aber Nichtschadensprinzip, Recht auf Nichtwissen, man verliert seine offene Zukunft, seine Unbekümmertheit gewissermaßen. Und bei manchen Leuten kommt es gegebenenfalls sogar zu einer Panikreaktion, wenn sie erfahren, dass hier eine unmittelbar vor dem Ausbruch stehende Krankheit entdeckt wurde. Unklare Befunde, ist immer wieder schon angesprochen worden vorhin, unklare Befunde aus verschiedenen Gesichtswinkeln, ist nicht validiert worden, kann zu Verunsicherung führen und die Unsicherheit des Schadenseintritts, Penetranz als genetisches Merkmal oder als genetische Unsicherheit hier genannt, seien nur angetippt. Und gegebenenfalls muss der Betroffene, jedenfalls wenn er einen hohen Versicherungsvertrag mit einer hohen Versicherungssumme abschließen will, auch das, was er jetzt hier erfahren hat über sich, über seine genetische Zukunft, gegebenenfalls mitteilen. Das Diskriminierungs-, Stigmatisierungsrisiko, wenn in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft bekannt wird, der wird mal an dieser Krankheit leiden. Und natürlich ist auch die Betroffenheit genetisch Verwandter mit zu berücksichtigen. Also, Sie sehen schon, ne, hier haben wir einen Zwiespalt, hier haben wir einen Spagat zwischen diesen beiden Prinzipien und auch den beiden, rechtlich gesehen, Rechten des Betroffenen, Recht auf Wissen und Recht auf Nichtwissen. Kommen wir damit konkreter zu den Problemen des Rechts auf Nichtwissen bzw. des ebenso genannten Rechts auf Nichtwissen. Sofern keine Vereinbarung oder keine Erklärung des Betroffenen gegeben ist, gibt es keinen Vorrang eines dieser beiden Rechte. Man kann also nicht pauschal sagen, der Betroffene hat immer ein Recht auf Wissen und deswegen muss ich ihm ungefragt das sagen oder das Recht auf Nichtwissen, deswegen darf ich es ihm nicht sagen. Aber für das Recht auf Nichtwissen muss der Betroffene ja jedenfalls in Grundzügen schon wissen, was er denn genauer wissen könnte. Damit er sein Recht auf Nichtwissen aktivieren kann gewissermaßen. Ne? Halt, das möchte ich aber nicht wissen. Sagen Sie mir die Diagnose nicht. Sagen Sie mir nicht, was in Zukunft auf mich oder meine Familie zukommt. Und da muss er ja erstmal ein gewisses Basiswissen haben. Und schon dieses Basiswissen kann das Recht auf Nichtwissen beeinträchtigen, kann zu Verunsicherung führen. Wir haben bei Ihnen da was gefunden. Wollen Sie das genauer wissen? Zudem eine abstrakte Aufklärung über Basiswissen und zugleich eine hinreichend konkrete Aufklärung ist nur schwer durchführbar. Das mag ja noch gehen, wenn man sagt, wir haben in unserer Studie insgesamt bei einigen Probanden etwas gefunden. Wir wissen nicht oder wir sagen Ihnen nicht, ob das auch bei Ihnen der Fall ist. Lassen Sie das doch vielleicht abklären, wenn Sie das wissen möchten. Das ist noch relativ zurückhaltend, aber je individueller man dem Patienten, dem Probanden, zu seiner Person irgendwelche Informationen gibt, umso schwieriger wird es, umso leichter ist das Recht auf Nichtwissen beeinträchtigt. Zur Vermittlung des Basiswissens würden wir als Juristen vielleicht sagen, dass der mutmaßliche Wille entscheidend ist. Wie würde der Betroffene jetzt entscheiden, wenn man ihn fragen könnte? Und da ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man, wie in der Eurat-Gruppe vorgeschlagen hat, auch Präferenzen der Betroffenen erfragt hat. In welchen Bereichen würden sie dann gegebenenfalls, wenn wir etwas finden, auch genauer informiert werden? Aber wenn man gar nichts von dem Betroffenen weiß, und das ist natürlich in vielen Forschungsprojekten der Fall, dann ist das mit dem mutmaßlichen Willen so eine Sache. Da kann man nur fragen, was würde denn ein normaler Mensch, ein durchschnittlicher Mensch wohl vermutlich wissen wollen. Und deswegen ist ganz klar, dass natürlich möglichst vorher eine Vereinbarung getroffen werden sollte, damit für beide Seiten Klarheit herrscht. Aber auf die Probleme der Vereinbarung komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zur Frage, ob das Gendiagnostikgesetz anwendbar ist. Nun, Henning Rosenau hat darüber ja schon referieren sollen. Ich bin aber ausdrücklich auch von den Veranstaltern gebeten worden, dazu etwas zu sagen. Wahrscheinlich, weil man gehofft hat, dass wir uns jetzt gleich in die Plünden kriegen. Ne? Aber ganz so schlimm wird es nicht sein. Aber ein paar Dinge muss ich doch noch ergänzend und
aus meiner Sicht auch konkretisierend sagen. Das Gendiagnostikgesetz mit seinen umfangreichen Aufklärungs- und Beratungspflichten ist von vornherein nicht anwendbar bei Untersuchungen auf somatische genetische Eigenschaften. Aber die von Frau Winkler, von Eva Winkler schon angesprochenen PARP-Inhibitoren wirken ja offenbar sowohl bei Tumoren mit einer Keimbahnmutation als auch bei Tumoren mit einer somatischen Mutation, sodass durch die Untersuchung des Tumorgewebes sowohl Keimbahn- als auch somatische Mutationen nachweisbar sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das Gendiagnostikgesetz aus diesem Blickwinkel somatisch versus Keimbahnmutation anwendbar ist. Die GEKO sagt sehr vorsichtig, wohl ja, wenn die Untersuchung explizit darauf gerichtet ist, auch Keimbahnmutationen festzustellen. Na, wenn sie explizit auch darauf gerichtet ist, wohl nein, wenn die Untersuchung einen Mutationsnachweis nur als Voraussetzung für den Einsatz eines Arzneimittels, zum Beispiel PARP-Inhibitor-Therapie, also Olaparib, ne, ist eines dieser Medikamente wohl, wenn es das bezweckt. Das ist natürlich sehr weich und es ist insbesondere auch sehr weich, weil es auf die Absicht des Forschers oder des Arztes ankommt, ne, und Absichten können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Also eine Empfehlung der GEKO, aber immerhin, wenn auch eine weiche Empfehlung, aber immerhin eine Empfehlung. Dann, das hat Herr Rosenau schon gesagt, das ist das Gendiagnostikgesetz nicht anwendbar auf genetische Untersuchungen und den Umgang mit genetischen Proben und Daten zu Forschungszwecken. Aber die Mitteilung von Zufallsergebnissen aus der Forschung, in diesem Fall ist das Gendiagnostikgesetz auch anwendbar, sofern es, wie ich gerade schon gesagt habe, um ererbte genetische Informationen, also um Keimbahnmutationen geht. Denn dieser Umgang mit genetischen Daten erfolgt dann doch nicht zu Forschungszwecken, sondern zu medizinischen Zwecken. Wenn ich also als Arzt an den Patienten oder als Forscher an den Patienten herantrete und sage, wir haben bezogen auf Ihre Person etwas gefunden, was medizinisch relevant sein kann, dann ist das nicht mehr der Forschungszweck. Auch wenn die Studie insgesamt Forschung bezweckt hat, aber dieses Herangehen an den Betroffenen, das erfolgt nun nicht mehr zu Forschungszwecken. Und genau das ist ja unser Thema hier heute, ne? Mitteilung der Zufallsergebnisse, / Zufallsbefunde, an den Betroffenen. Jedenfalls sind deshalb aus meiner Sicht in dieser Situation die Vorschriften des Gendiagnostikgesetzes zur Ergebnismitteilung, grundsätzlich nur an den Betroffenen und nur durch eine verantwortliche ärztliche Person, und zur Beratung nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses durch eine verantwortliche ärztliche Person einzuhalten. Noch einmal Vergewisserung. Wir haben hier ein Ergebnis, das an den Probanden individuell zurückgemeldet werden soll. Die Untersuchung hat stattgefunden. Das, was das Gendiagnostikgesetz vor der Durchführung der genetischen Untersuchung verlangt, das kann man jetzt bezogen auf dieses Untersuchungsergebnis nicht nachholen. Aber das Gendiagnostikgesetz enthält ja auch Vorschriften, die nach der genetischen Untersuchung dann die Ergebnismitteilung betreffen. Und die Vorschriften zu dieser Ergebnismitteilung, die kann man doch jetzt unproblematisch, abgesehen von Kosten und Aufwand und so, ne, aber rechtlich gesehen unproblematisch einhalten. Und deswegen ist es, wenn ich es richtig sehe, auch herrschende Meinung in der Literatur, dass jedenfalls diese beiden Vorschriften, § 11 und 10, zur Ergebnismitteilung und zur Beratung nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses einzuhalten sind. Was ist nun, wenn jemand, wie ich ja gesagt habe, aufgrund seines datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs verlangt, sagen Sie mir doch, was in der Forschung herausgekommen ist, bezogen auf meine Person, dann stützt er sich nicht auf ein medizinisches Auskunftsersuchen, sondern er sagt, ich will nach Datenschutzrecht wissen, was Sie welche personenbezogenen Informationen Sie über mich gesammelt haben. Ich meine, und eine Doktorandin von mir hat das in ihrer Dissertation, die demnächst veröffentlicht wird, auch so sehr plausibel begründet, auch in diesem Falle sind wohl diese gendiagnostischen Anforderungen, also § 11 und § 10, einzuhalten, denn hier ist die gleiche Gefährdungslage. Ob der Betroffene nun sagt, ich möchte für meine medizinische Zukunft wissen, was Sie herausgefunden haben, oder ob er sagt, ich mache mein datenschutzrechtliches Auskunftsverlangen geltend, die Gefährdungslage für den Betroffenen ist die gleiche, sodass hier wohl diese Vorschriften analog anzuwenden sind. Analog, weil hier eine Gesetzeslücke besteht. Sofern das Zufallsergebnis durch eine weitere genetische Untersuchung
noch analytisch gesichert oder auf seine medizinische Relevanz geklärt werden muss, sofern hier also eine weitere genetische Untersuchung im Sinne des Gendiagnostikgesetzes durchgeführt werden muss, dann sind natürlich für diese zusätzliche genetische Untersuchung auch die Paragraphen 8 und 9 Einwilligung nach Aufklärung anwendbar. In Bezug auf diese validierende, ergänzende, Informationen bringende Untersuchung kann man ja auch die allgemeinen Anforderungen des Gendiagnostikgesetzes einhalten. Und ich unterstelle jetzt, dass diese Validierung im Interesse des Betroffenen erfolgt, also nicht aus Forschungsgründen. Also es geht hier um die Mitteilung an den Betroffenen. Und jetzt ein weiterer schwieriger Punkt. Was ist denn, wenn von vornherein vorgesehen ist, dass bestimmte genetische Informationen mitgeteilt werden? Ich meine, dass in diesem Falle auch die Voraussetzungen zur Einwilligung nach Aufklärung des Gendiagnostikgesetzes anwendbar sind. Dann muss der Betroffene vorher darüber aufgeklärt werden und muss ganz klar die Entscheidung treffen, welche Untersuchungen durchgeführt werden dürfen und ihm dann später mitgeteilt werden können und sollen. Wir haben natürlich bei dieser im Vorhinein stattfindenden Aufklärung das Problem der Genauigkeit der Aufklärung. Im Deutschen Ethikrat haben wir damals gesagt, man sollte Typen möglicher Ergebnisse darüber informieren können, zum Beispiel bestimmte Krankheitsgruppen, Schweregrad, Behandelbarkeit, Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt des Ausbruchs der Erkrankung. Das war eine allgemeine Empfehlung, dass der Gesetzgeber das vielleicht auch klar machen sollte, dass hier nicht über alle Einzelheiten im Vorhinein aufgeklärt werden muss, was ja unmöglich ist. Es gibt in der Literatur und von Seiten der GEKO verschiedene Kategorisierungen. Ich beschränke mich jetzt darauf, Ihnen die wichtigste, die erste zu nennen. Die GEKO hat gesagt, Kategorie A, genetische Eigenschaften für medizinisch relevante und unmittelbar behandelbare Erkrankungen, und hat davor gewarnt, diese 56 Kandidatengene, die dort nach einem Vorschlag der American College of Medical Genetics and Genomics ins Spiel gebracht worden ist, hat Frau Winkler ja auch schon angesprochen. Also die GEKO hat davor gewarnt, dass man pauschal auf diese 56 Kandidatengene untersucht, weil das zu vielen falsch positiven Befunden führen kann. Andere Kategorien finden Sie von der Seite der Gesellschaft für Humangenetik. Auch wieder die erste Kategorie, relevantes Risiko für behandelbare, vermeidbare Erkrankungen, und in der Literatur zum Beispiel Kategorie 1, hoher medizinischer Nutzen. Das heißt, es gibt eine verbreitete Auffassung, dass jedenfalls Ergebnisse der Kategorie A bzw. 1 aus ethischen Gründen immer mitzuteilen sind. Also wenn wir etwas finden, bezogen, was für Sie relevant ist, medizinisch relevant ist, bezogen auf eine behandelbare oder vermeidbare Erkrankung, dann werden wir Ihnen das mitteilen. Und darüber ist der Proband natürlich vor Einbeziehung der Studie aufzuklären. Insbesondere auch wegen der sogenannten Therapeutic Misconception vieler Probanden. Man weiß ja, dass viele Probanden zwar in eine Forschungsstudie einbezogen werden und eigentlich klar gesagt bekommen, für sie gibt es keinen medizinischen Nutzen, wenn sie an dieser Studie teilnehmen, dass aber viele Probanden doch denken, naja, ich werde da ja untersucht und da wird, wenn man was findet, dann werde ich darüber schon informiert. Also die erwarten, dass sie auch einen therapeutischen Nutzen oder jedenfalls diagnostischen Nutzen haben, obwohl man ihnen eigentlich klar sagt, das können Sie nicht erwarten. Aber das überhören Sie dann häufig, die Probanden. Und gerade auch aus diesem Grund wird aus ethischer Sicht gefordert, dass solche Informationen, die bezogen auf eine behandelbare Krankheit oder vermeidbare Krankheit von besonderer Relevanz sind, dass sie mitgeteilt werden müssen. Aber das heißt natürlich auch, dass sie nur nach ausreichender analytischer Sicherung und Klärung der medizinischen Relevanz mitgeteilt werden dürfen. Auch das wurde schon von Eva Winkler gesagt. Es ist also eine ärztliche Beurteilung erforderlich. Und dafür ist in der Regel ein Behandlungsvertrag zwischen Patient und Arzt nach Gendiagnostikgesetz. Also wieder das Gendiagnostikgesetz mit seinem auf der einen Seite Hypopie, auf der anderen Seite aber auch mit seinen Schutzanforderungen. Aufklärung, Beratung in ärztlicher Verantwortung, alles das muss eingehalten werden. Eine ausdrückliche vorherige aufgeklärte Ablehnung seitens der Betroffenen muss möglich sein. Also ich meine, dass selbstverständlich entgegen diesem ethischen Postulat da oben, ne, über so wichtige Befunde ist immer aufzuklären, dass der Proband immer gleichwohl das Recht hat zu sagen, das will ich nicht. Und dann ist es natürlich Frage, ob der Forscher diese Person, die sie in diese Zwickmühle bringt, nämlich von ihr verlangt, etwas Wichtiges nicht mitzuteilen, ob der Forscher sich in diese Zwickmühle begeben will oder ob er sagt, dann bitteschön hier in unserer Studie nicht. In der nationalen Kohorte haben wir das zum Beispiel gesagt für MRT-Aufnahmen, weil MRT-Aufnahmen, wenn da etwas Gravierendes gefunden wird, natürlich auch
ein Befund sein kann, der eine Drittgefährdung beinhaltet. Also wenn der Busfahrer dann plötzlich einen Herzinfarkt oder aufgrund eines Tumors im Gehirn den Bus vor die Wand steuert, ne, dann kann das auch Drittgefährdungen beinhalten. Das ist Sache des Forschers, wie ich eingangs schon gesagt habe, unter welchen Bedingungen er einen Probanden eben einschließt oder nicht einschließt. Ganz kurz nur, und ich will sonst auf Minderjährige und sonstige Einwilligungsunfähige nicht eingehen. Für Eltern, sagen wir von Seiten des Arbeitskreises Medizinischer Ethikkommission in einem Mustertext, der demnächst veröffentlicht wird, dass die Eltern für ihr Kind nicht die Entscheidung treffen können, dass etwas Wichtiges für das Kind nicht mitgeteilt wird. Also die Ärzte, die Eltern aufgrund ihrer Fürsorgepflicht für das Kind, die müssen das ertragen oder ihr Kind wird eben nicht eingeschlossen. Und zugleich ist es gerechtfertigt, Probanden, die sogar die Ergebnisse der Kategorie A bzw. 1 nicht mitgeteilt bekommen möchten, von der Studie auszuschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Taupitz. Eine Frage, die mich bewegt dabei, reden wir jetzt über theoretische Probleme oder ist es vorstellbar, meine Damen und Herren, Sie haben Probanden, die nehmen gerne und mit Begeisterung an Ihrer Studie teil, wollen aber sonst gar nichts weiter wissen. Also was ist überhaupt deren Beweggrund, daran teilzunehmen? Denn Sie haben ja umgekehrt gesagt, Sie erhoffen sich doch noch irgendeinen persönlichen Nutzen für sich. Naja, man kann nicht alle Probanden über einen Kamm scheren. Klar. Es gibt einige, die erhoffen sich einen Nutzen und erwarten ihn eigentlich auch. Und es gibt aber auch andere Probanden, die sagen, altruistisch, ich möchte die Wissenschaft voranbringen, ich möchte dabei helfen, dass jedenfalls anderen Betroffenen geholfen wird. Also keinen Eigennutzen erwarten und auch nicht fordern. Zwei Fragen haben wir, bitte schön, und dann Herr Hummel. Eine Frage. Hallo. Wenn jetzt ein Proband seine GEWAS-Daten möchte, die ich noch gar nicht angeschaut habe, aus datenschutzrechtlichen Erwägungen heraus hat er ja das Recht, seine ganzen GEWAS-Daten zu bekommen. Muss ich sie ihm jetzt geben oder muss ich ihn zu einer genetischen Beratung schicken? Also er möchte sie und kann sie sich hochladen und weiß dann seine Risikoprofile. Und ich hab's also mir noch die es geht um die Rohdaten, ne? Um die Rohdaten, ja. Da haben wir gemeinsam Eva Winkler und meine Mitarbeiterin Henrike Fleischer, von deren Dissertation ich eben schon gesprochen habe, haben wir eine Veröffentlichung vor einiger Zeit gemacht. Ja, der Patient, der Betroffene, der Proband hat einen Anspruch auf Herausgabe seiner Rohdaten und nach der Datenschutzgrundverordnung hat er in Zukunft dann sogar einen Anspruch darauf, dass das auf dem Stick oder sonst in lesbarer elektronischer Form zur Verfügung gestellt bekommt. Muss er natürlich bezahlen. Beispielsweise ApoE4 oder sowas, oder ist es dann ganz egal, muss ich ihn dann nicht beraten? Nein, die Rohdaten, darüber müssen Sie ihn nicht beraten, was da alles in diesen Rohdaten versteckt ist. Herr Hummel. Ich hatte exakt die gleiche Frage. Gut, wunderbar. Was ich mich natürlich auch frage dabei, wir reden ja über Kommunikationsprobleme. Ich sage Ihnen, ich möchte es nicht und in einiger Zeit sage ich vielleicht, das hätte ich aber doch gerne gewusst. Ist für Sie kein rechtliches Problem, aber es ist natürlich ein kommunikatives Problem, das wir auf dem rechtlichen Weg auch nicht in den Griff bekommen, oder? Ja, es ist auch ein rechtliches Problem, denn selbstverständlich kann jeder seine Einwilligung zur Teilnahme an der Studie widerrufen. Und dann gibt es das große rechtliche und ethische Problem, was passiert dann mit den Proben, mit den Daten? Müssen sie anonymisiert werden oder müssen sie sogar vernichtet werden? Ist heute Gott sei Dank nicht unser Thema, würde den ganzen Tag füllen. Aber das Problem in diesem Falle ist, er kann natürlich widerrufen und kann sagen, ich steige aus. Aber er kann nicht die Bedingungen ändern und sagen, jetzt möchte ich, obwohl ich eigentlich mit dem Forscher vereinbart habe, dass ich nicht zurückgemeldet bekomme, weil das für den Forscher viel zu großer Aufwand wäre, mir individuell etwas zurückzumelden, dass ich jetzt die Bedingungen ändere und sage, jetzt möchte ich aber doch alles Mögliche wissen. Ausgenommen Datenschutzrecht, die eigenen personenbezogenen Daten, auf diesen Anspruch auf Mitteilung kann man nicht verzichten. Gut, also es liegt dann an mir, wie ich das rechtlich begründe, dass ich von Ihnen was wissen will. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar ist ja immer die Abwägung zwischen Recht auf Wissen, Recht auf Nichtwissen. Und jetzt haben Sie gesagt, Eltern können nicht für ihre Kinder entscheiden. Ja. Wenn ich jetzt aber eine erblich oder eine vererbbare Krankheit entdecke, nehmen wir mal an, es wäre die klassische BRCA-Mutation, nun kann natürlich die Person sagen, sie möchte es nicht wissen. Aber habe ich dann nicht die Pflicht, es ihr mitzuteilen, weil es könnte ja sein, dass es die Kinder wissen wollen. Also dann wäre ich ja eigentlich immer in der Pflicht, solche genetisch vererbbaren Erkrankungen mitzuteilen.
gegen, auch allein schon vielleicht, weil ich sage, naja, vielleicht kommen da ja noch Kinder. Also da bin ich ja wieder in der Zwickmühle. Also was zählt dann da mehr? Also insofern sehe ich schon, dass ich diesen Hinweis da als Bombe gezündet habe, ne? Und ganz viele Fragen jetzt bezogen auf Minderjährigen kommen. Erstens mal ist es so, wenn ich mich untersuchen lasse, dann habe ich die Hoheit über meine Daten. Und ich bin von Rechts wegen nicht verpflichtet, anderen genetisch Verwandten auch diese Information weiterzugeben, auch wenn sie davon ebenso betroffen sein können. Das betrifft meine Geschwister, das betrifft meine Eltern, das betrifft meine Kinder. Ja? Ich bin derjenige, der sein Körpermaterial hat untersuchen lassen und ich habe die Hoheit. Und das Gendiagnostikgesetz formuliert ja so etwas verschwurbelt, ich soll dann meine genetisch Verwandten, soll ihnen raten, sich gegebenenfalls auch genetisch untersuchen zu lassen. Es läuft aber alles über mich. Was ich hier angesprochen habe auf der Folie und in der Tat sehr kurz, Eltern, die ihr Kind an einer Studie teilnehmen lassen, wobei das Körpermaterial des Kindes untersucht wird, also dessen Blut, dann sollen die Eltern nicht entscheiden dürfen, wenn jetzt bezogen auf dieses Kind, dieses schon geborene Kind, auch das will ich noch einschränkend sagen, ne, wenn auf bezogen auf dieses geborene Kind etwas Lebensrettendes herauskommt, dass die Eltern sagen, nein, das wollen wir alle nicht wissen. Dann soll unser Kind lieber sterben. Ja? Ganz entfernte Parallele, Zeugen Jehovas können zwar sagen, ich will keine Fremdblutübertragung haben, aber sie können diese Entscheidung nicht für ihr Kind treffen. Ihre Glaubensfreiheit rechtfertigt nicht eine Schädigung des Kindes. Gut, das wird uns sicherlich auch nachher noch in der Diskussion bewegen. Vielen Dank, Herr Taubitz.